Ja, herzlich willkommen allen, die hier im Saal versammelt sind und vor den Bildschirmen. Ich möchte gleich in medias res gehen und die Frage für mich stellen und für Sie alle zur Diskussion: Wie kommen wir eigentlich wieder zu mehr Dynamik in unserem Wissenschaftssystem? Warum stelle ich diese Frage? Es gibt engagierte Menschen, die sich um die Zukunft der Hochschulen, um die Zukunft der Rolle der Hochschulen in der Gesellschaft Gedanken machen. Viele von Ihnen sind hier versammelt auf dem University Future Festival. Aber ich glaube, wir brauchen insgesamt eine gesellschaftliche Debatte, wie es insgesamt mit dem System weitergehen kann. Wir verlieren uns in vielen Einzeldiskussionen, sehr nationalen Diskussionen, die wichtig sind. Stichwort Wissenschaftszeitvertragsgesetz, Stichwort Sanierungsstau. Aber wir sollten auch im Blick nehmen, was sich eigentlich in der Welt tut und wie sich unsere Wissenschafts- und Hochschulwelt eigentlich auf diese veränderten Lagen anpassen sollte. Wir reden viel über die Transformation der Gesellschaft. Ich möchte heute darüber nachdenken, was eigentlich Transformation für die Hochschulen selber bedeutet. Und Sie kennen die neue Weltlage. Wir haben es mit verschiedenen Spannungsfeldern zu tun, verschiedene Entwicklungen, auf die unsere Hochschulen, glaube ich, noch nicht so agil reagieren, wie es nötig wäre. Wir haben die globalen Herausforderungen, ich nenne die Stichworte nicht mehr, Sie alle kennen sie. Wir haben disruptive Technologien, die dazu führen, dass ganz neue Methoden der Forschung, der Kommunikation über Forschung, der Diskurse an den Hochschulen sich etablieren werden. Stichwort KI, Stichwort Datenverfügbarkeit. Beim Thema Datenaustausch zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, zwischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen und der Gesellschaft sind wir weit hinter anderen Ländern. Und in diesen Ländern passiert sehr viel. Wir glauben immer noch, wir sind stark. Das mag ich nicht bestreiten. Aber es gibt Indikatoren, die deutliche Schwächen auch des deutschen Hochschulsystems evident machen, auf die ich gleich eingehen möchte. Und wir stehen in einem weltweiten Wettbewerb. Wettbewerb um Studierende. Deutsche Studierende gibt es nicht mehr in ausreichender Zahl, wenn ich nur auf die MINT-Fächer schaue. Wir müssen uns also um internationale Studierende bemühen. Dazu bedarf es Bedingungen in der Gesellschaft, damit die Gesellschaft attraktiv ist für ausländische Studierende, aber auch Bedingungen an den Hochschulen. Denn diese Menschen, die international flexibel sind, Wissenschaftler und Studierende, die suchen sich auf der ganzen Welt das, was ihnen am besten passt. Und es gibt gesellschaftliche Bedarfe, offensichtliche Bedarfe, die sich aus der Transformation ergeben, auf die die Hochschulen reagieren sollen. Ich glaube, auch das ist Konsens. Die Wissenschaft trägt unsere Gesellschaft und sollte auch an den Transformationsdiskussionen, die wir führen, teilhaben und sie mitgestalten. Also im Sinne von Orientierung und im Sinne von Diskussion darüber, wie sich unsere Gesellschaft in Zukunft aufstellt. Und das alles in einem Kontext, wo Budgets gegeneinander streiten und zunehmend gegeneinander streiten werden. Wir hatten eine Phase von 10 Jahren des Aufwuchs von Finanzierungsmitteln für unser Hochschulsystem. Das kommt an ein Ende, weil die Verteidigung genauso viel braucht wie das Soziale und alle anderen, die darauf drängen, dass die Schuldenbremse aufgelöst wird. Denn offenbar geht es mit den bestehenden Haushaltsmitteln nicht mehr. So, also jetzt mal so ein bisschen in das Detail geschaut. Wie sieht es denn um die internationale Anschlussfähigkeit aus in Deutschland? Wenn Sie auf andere Leuchtturmeinrichtungen, und ich rede jetzt tatsächlich über exzellente Hochschulen, die attraktiv sind für internationale gute Studierende und Forschende, dann muss man sagen, die deutsche Gehaltsstruktur, Beamtensystem und alles, was damit verknüpft ist, macht es unglaublich schwierig, hier attraktiv zu sein für jemanden, der auch nur zeitweise nach Deutschland kommen will. Unsichere Karrierewege, gerade in den früheren Karrierestufen, das ist all das, was wir jetzt diskutieren, und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz führt dazu, dass viele gute Leute nicht mehr im Wissenschaftssystem bleiben, sondern frühzeitig ausscheiden, weil es solche Unsicherheiten gibt. Wir haben schlechte Betreuungsverhältnisse, muss ich nicht denen erzählen, die hier sind. Wir haben einen schwierigen Transfer von Ideen und Technologien und Daten zwischen den Hochschulen und der Gesellschaft, zwischen Hochschulen und Wirtschaft. Das funktioniert in anderen Ländern wesentlich besser.
Wir sind nicht gut bei Ausgründungen, wir sind nicht gut bei der Frage, wie kommen wir von Forschungsergebnissen zu Dienstleistungen und Produkten aus der Wissenschaft im Bereich Deep Tech. Da fallen wir zunehmend ab, trotz aller Gründungsaktivitäten, die ja auch von der Regierung in den letzten Wochen und Monaten nochmal forciert worden sind. Hohe Bürokratielasten. Es liegt daran, dass wir in Deutschland, anders als in anderen Ländern, eine Verfahrenslogik haben beim Controlling. Ja, es muss vorher beschrieben werden, was mache ich, zu welchen Schritten, mit welchen Meilensteinen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Vollkommen forschungsinadäquat, weil man ja nicht weiß, wo die Reise hingeht. Wenn man es vorher schon wüsste, bräuchte man ja keine Anträge stellen. Ja? Also wir müssen zu einem output-orientierten Controlling kommen und nicht ständig die Frage stellen, habt ihr folgenden Meilenstein erreicht? Habt ihr mit den Sachmitteln 13,15 Euro für einen Computer ausgegeben, statt das, was ihr eigentlich möglicherweise im Laufe des Projektes an Notwendigkeiten selber erkannt? Also wir brauchen eine Art End- und Output-Kontrolle. Das würde Bürokratie massiv entlasten, aber es gibt noch viele andere Felder, wo uns Bürokratie eigentlich dazu führt, dass es diese Erschöpfung und diese Müdigkeit gibt, die vielfach, ich jedenfalls persönlich, an Hochschulen wahrnehme. Und wir brauchen Agilität statt Erschöpfung. Integration von unterrepräsentierten Studierendengruppen, auch das ist ein Feld, was jetzt vielleicht nicht im Fokus des University Future Festival steht, aber es ist ein Painpoint der Gesellschaft, da sind uns andere Länder auch voraus. Und das steht hier im Mittelpunkt auch dieses Forums hier, wir brauchen neu gestaltete Lehrinhalte, neu gestaltete Lernformen, die sich an den Kompetenzbedarfen der Arbeitswelt und der Gesellschaft orientieren und nicht an den tradierten Vorlesungsstrukturen, wie wir sie an den Hochschulen haben. All das sind Themen, über die wir seit 10 Jahren reden, aber es kommt nicht wirklich voran. Wir stehen jetzt vor einer neuen Legislaturperiode im nächsten Jahr. Jetzt werden die Konzepte geschrieben in den Parteien und das soll eigentlich, also ich möchte mit dieser Diskussion auch mit dem Papier, was wir veröffentlichen, übrigens der Wissenschaftsrat veröffentlicht auch ein Papier im nächsten Jahr dazu, wieder anregen, strukturell über das nachzudenken und sich nicht in kleinteiligen Bund-Länder-Debatten, wer finanziert was, zu verstehen, wie es in unserem Land weitergehen kann, damit wir diese Dynamik und Agilität bekommen. Ich komme noch zum Thema Dynamik. Liegt es nur am Geld? Ich würde mal sagen, nee. Zweifellos brauchen wir mehr Geld für all das, was ich eben aufgelistet habe. Aber wir sollten jetzt nicht nur eine Debatte über die Reparatur von Dächern und WCs führen. Weil das ist kein Tale of Tomorrow. Das ist keine Erzählung, die nach vorne gerichtet ist, sondern nur das repariert, was in der Vergangenheit verfällt. Und das ist keine Diskussion, die unserem Land gut tut. Also, wir müssen wieder darüber reden, wie wir eigentlich zu einer Dynamik kommen wollen, wie wir eigentlich zu internationaler Wettbewerbsfähigkeit kommen und wie wir möglicherweise Mechanismen und Instrumente schaffen können, diese ewige Projektlogik, Antragstellung und wieder einen Antrag stellen durch Bericht und mal in Kontinuitäten und Nachhaltigkeiten und abgestimmtes Verhalten mündet. So, wir wissen seit Langem, wir kommen in den Universitätsranking weltweit in der Spitze nicht vor. Ich glaube, die beste Universität, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, landet irgendwo so bei zwischen 50 und 60. Asiatische Länder holen auf und sie überholen uns. Also mir geht es gar nicht darum, dass wir jetzt Spitze sein müssen. Ja? Da gibt es andere, die besser ausgestattet sind, die amerikanischen Hochschulen. Aber wenn man sich die Dynamik anschaut, wie hat sich das eigentlich in den letzten 10 Jahren verändert, dann bleiben wir dort, wo wir immer waren. Wir kommen kaum voran. Asiatische Länder kommen voran, Indien kommt voran, China kommt voran, europäische Länder kommen voran, Holland, auch skandinavische Länder. Wir bleiben in den Rankings dort, wo wir immer waren. Das ist keine Dynamik. Und wir haben Produktivitätsverluste. Wir haben massive Anzahl von Publikationen, die stetig steigt. Aber es gibt Auswertungen, dass die Werthaltigkeit dieser Publikation, also was kommt wirklich an Neuem dabei raus, an neuer Erkenntnis, an neuen Forschungserkenntnissen und Umsetzungen, dass das deutlich nachlässt. Also wir schreiben uns die Finger wund, ja, auch in den Publikationen, das ist das System, aber das, was dabei rauskommt, ich nenne nur die Medizin, wo es
offensichtlich ist, dass selbst in den Top Papers, International Top Papers veröffentlichten Publikationen der letzten 10 Jahre zu keinen wirklichen medizinischen Fortschritten geführt hat. Das ist offensichtlich, es ist transparent, aber wir reagieren nicht darauf. Also, wir kommen zunehmend in so einen Routine- und Verwaltungsmodus, der zu Erschöpfung führt, zu Verwaltung statt Gestaltung. Und das kann nicht gut sein für unser Land. Das kann auch nicht gut sein für die Hochschulen selbst. Und es kann auch nicht das sein, was Forschende und Lehrende eigentlich wirklich interessiert. Ja, wir brauchen also eine neue strukturelle und institutionelle Agilität. Und jetzt mal die Frage, an welchen Zielen sollte sich das eigentlich ausrichten? Und dann komme ich am Ende nochmal zu 3, 4 Vorschlägen für Instrumente. Also wenn ich die Lösung hätte, dann wäre ich ständig nicht hier. Aber vielleicht kann man ja gemeinsam darüber nachdenken, wie man möglicherweise Instrumente schaffen, die das, was ich an Zielen jetzt präsentieren werde, in die richtige Richtung lenken. So, also an welchen Zielen sollten wir uns orientieren? Strategiefähigkeit und Agilität ermöglichen. Wir waren in der Hochschulautonomie schon mal weiter, als wir es jetzt sind. Ja? Wir hatten eigentlich mal in den 90ern Landeshochschulgesetze, die den Hochschulen viel Gestaltungsspielraum bei ihren eigenen Governance-Strukturen ermöglicht haben, bei Verbundstrukturen gesagt haben, wie ihr es gestaltet, das überlassen wir euch. Und es gab in den letzten 10, 15 Jahren aber auch viel Backlash aus der Politik wieder, wo diese Agilität wieder zurückgeholt wurde und sagt, aber die Gremien müssen folgende Mitglieder haben und folgende Gremien müssen es überhaupt haben und folgende Kontrollstruktur müsst ihr landesweit einführen. Warum eigentlich? Warum eigentlich, wenn andere Länder zeigen, dass es doch viel sinnvoller und zielgerichteter ist, wenn sich die eigene Hochschule ihre eigenen, deren Hochschulprofilen angepasste Governance- und Managementstruktur gibt? Das ist eigentlich ein Federstrich. Ja? Da müsste die Politik nur sagen, wir lassen mal bestimmte Vorschriften und wir überlassen es den Hochschulen, darüber sich zu verständigen. Freiräume, das gehört zu dem, was ich als zweiten Punkt jetzt aufrufen werde, Freiräume für Profilbildung zu schaffen. Wir haben seit den 80er Jahren unser gesamtes System auf ein wettbewerbliches System umgestaltet. Das war damals sehr nötig. Das sage ich aus eigener Erfahrung und Studienerfahrung. Aber es führt jetzt zu Dysfunktionalitäten, die dazu führen, dass wenn mal etwas aufgebaut ist, man den nächsten Antrag schon stellen muss nach 2 Jahren, obwohl das Projekt noch kaum begonnen hat. Denkt man schon an die Folgeprojekte. Und es kommt eigentlich nicht dazu, dass die Projekte tatsächlich das schaffen, was eigentlich möglich ist. Also wir müssen raus aus dieser völligen Verzerrung mittlerweile. Es gibt kaum eine Hochschule, die noch Grundfinanzierung und Drittmittelfinanzierung im ausgewogenen Verhältnis hat. Ich würde sagen, ausgewogen wäre 30, also 70-30. Die meisten Hochschulen liegen bei 50-50 oder sogar noch schlimmer. Und ein Hochschulsystem, was 50% projektorientiert finanziert ist, kann nicht gut funktionieren. So. Aber wir müssen auch aus einer Logik herauskommen. Eben habe ich sozusagen für Hochschulautonomie plädiert. Und gleichzeitig möchte ich es wieder einfangen. Wir müssen aus einer Logik rauskommen, wo die Hochschulen nur in ihren eigenen institutionellen Denkräumen über die eigene institutionelle Entwicklung nachdenken und Entscheidungen treffen, sondern wir müssen diese Entscheidungen koppeln an das, was in der gesellschaftlichen Debatte passiert, an das, was wir gesellschaftlich wollen, so wie wir das in allen anderen Transformationsfragen auch tun. Ja? Also wir schränken ja bestimmte Freiheitsrechte des Einzelnen ein, damit das Energiesystem sich wandelt, damit das Mobilitätssystem sich wandelt, damit das Gesundheitssystem sich wandelt und so weiter und so fort. Das heißt, wir versuchen immer, das individuelle Interesse mit dem gesellschaftlichen Interesse zu koppeln. Und zu dieser Logik müssen wir auch in der Finanzierung und Strategiediskussion im Hochschulbereich und im Wissenschaftssystem kommen. So, also was wären wichtige Schritte? Experimentierräume schaffen und Reallabore schaffen. Und das macht man ja, es gibt viele Reallabore zu Themen. Ja? Aber was verknüpft sich eigentlich mit diesem Wort Reallabor? Da wird nicht nur über Themen gesprochen, um wie man zu bestimmten Transformationszielen kommt, sondern es wird ja nicht nur Technology, nicht nur People in den Blick genommen, sondern auch Rahmenbedingungen. Das ist ja der Grundgedanke von Reallaboren. Wenn ich also von Reallaboren spreche, dann spreche ich von einer Förderstruktur, die es den Hochschulen ermöglicht, in ganz neuen Konstellationen sich zu finden,
Übrigens nicht nur in länderimmanenten Kooperationsformen, sondern länderübergreifend. Das betrifft Bundesländer, wo übergreifende Kooperationen Seltenheit sind. Wenn ich mir alle Cluster-Wettbewerbe in Deutschland anschaue, gibt es nur ganz wenige, die länderübergreifende Cluster haben. Und das betrifft auch Fragen der Kooperation transnationaler Einrichtungen. Also transnationale Kooperation von verschiedenen Nationen. Wir sind eigentlich in Europa schon viel weiter, als wir in den Förderstrukturen denken. Wir müssen auch europäisch denken, denn wir werden mit den derzeitigen Budgets, die zur Verfügung stehen, die Herausforderungen, die globalen Herausforderungen nur in Kooperation nutzen können, lösen können. Und dazu müssen wir auch in europäischen Verbünden denken. So, die Exzellenzstrategie weiterentwickeln. Wir haben ein Instrument, was, glaube ich, relativ viel Wirkung in den letzten 10, 15 Jahren erzielt hat. Das ist die Exzellenzstrategie, die darauf zielte, Leuchtturmhochschulen zu entwickeln. All die Argumente dagegen sind hinreichend ausgetauscht. Es ist viel zu wenig Geld für das, was eigentlich erreicht werden soll. Aber ich glaube, wir müssen diese Strategie insofern weiterentwickeln, dass wir uns auch hier über neue Prinzipien der Förderung verständigen müssen. Im Augenblick schauen alle auf Publikationen, Forschungsergebnisse und wenn die gut sind, dann gibt es noch so einen obendrauf, ja, für die dritte Säule. Da kann man noch ein bisschen Organisationsentwicklung dahinter anstellen. Mit viel zu wenig Geld. Ja. Statt dass wir darauf schauen, wie die Hochschule sich selber in seinen Strukturen eigentlich weiterentwickeln kann. Gerade unsere besten Hochschulen müssten dafür viel mehr Freiräume und Geld bekommen. So, und jetzt komme ich aber zu dem entscheidenden Punkt. Die jetzige Exzellenzstrategie baut eigentlich auf dem Gedanken auf, schickt mal eure Anträge für eure Entwicklung eurer Hochschule und in der Summe wird es schon dem Land dienen. Das setzt man irgendwie voraus, dass sich aus der Summe des bottom-up generierten Strategien, der bottom-up generierten Strategie, irgendein nationaler Fortschritt erzielt wird. Das ist, glaube ich, empirisch zu zeigen, dass das nicht passiert. Ja? Und ich plädiere dafür, und unser Papier, was hier veröffentlicht werden, plädiert dafür, dass man diese Strategie in der Logik etwas ändert. Die Schweiz, das ETH-System in der Schweiz, vorbildlich für viele, viele andere Organisationen, funktioniert ganz anders. Er stellt den im Wettbewerb stehenden Hochschulen die Frage, what do you do for our country? Also, das ist eine andere Logik. Ja? Und dann muss allerdings erstmal in der Politik geklärt werden, was wäre denn gut for our country? Ja? Also nicht pro domo denken, sondern pro country denken. Und dann kann man die eigene Strategie tatsächlich darauf abstimmen, auf eine zwischen Bund und Ländern durch Diskussionen hergestellten Konsens, auf welchen Feldern wir eigentlich gemeinsam voranschreiten müssen als Nation. Das Wie überlässt man dann tatsächlich wieder in den Hochschulen, aber diese Diskussion darüber, an welchen Zielen, an welchen gesellschaftlichen und forscherischen Zielen soll das eigentlich ausgerichtet sein, diese Diskussion haben wir eigentlich nicht in unserer Exzellenzstrategie. Und dafür plädiere ich, dafür Raum zu schaffen zwischen Bund und Ländern, die derzeitigen Strukturen des Austauschs zwischen Bund und Ländern, das werden Sie vielleicht auch kennen, sind einzig durch Finanzierungsfragen geklärt. Ja? Also wie etwas organisiert ist in der Wissenschaft, entscheidet sich an der Frage, ist der Bund zu 90% in der Finanzierung, beispielsweise bei Helmholtz, oder zu 50% in der Finanzierung, beispielsweise bei Leibniz, in der Finanzierung über irgendwelche Drittmittelprojekte, gemeinsam mit Bund und Ländern. Es geht nur um Finanzierungsfragen. In der Regel versucht die eine Seite die andere Seite über den Tisch zu ziehen. Ja? Das ist aber auch nicht visionär, das ist Basar. Ja? Und aus dieser Mentalität muss man rauskommen. Und es gab auch in der Vergangenheit immer mal wieder Räume, gerade vor der letzten, also vor der Etablierung der ersten Exzellenzstrategie, wo sich tatsächlich Bund und Länder parteienübergreifend mal darüber verständigt haben, wo wollen wir eigentlich hin mit dem System. Und das muss wieder aktiviert werden. Dafür brauchen wir möglicherweise auch andere Diskursräume. Ob das UF ein solcher Raum ist, kann sich ja vielleicht noch entwickeln. Aber ich glaube, zwischen Bund und Ländern braucht es jenseits von GWK und Wissenschaftsrat neue Räume, wo man sich zunächst einmal über die Ziele verständigt, bevor man dann an die Verteilungs- und Finanzierungsfragen rangeht. Und wir müssen auch gerade im augenblicklichen System der konkurrierenden Haushalte, der konkurrierenden Ministerialhaushalte darüber nachdenken, wie kommen wir zur neuen Finanzierungsform. Die HHK hat gerade einen Vorschlag gemacht, ja, oder will in diesem,
in dieser, in den nächsten Monaten Vorschläge dazu machen, auch über neue Formen von Public-Private Partnerships nachzudenken, im Bauwesen, zum Beispiel durch Contracting, ja, Energie-Contracting, was es an einigen Hochschulen gibt. Und die Bremen und die Lüneburg machen das längst. Ja, die lassen also von Privaten die Hochschule sanieren und zahlen dann sozusagen aus den eingesparten Energiekosten die Fee, die dafür notwendig ist, oder die Miete, wie Sie es immer nennen wollen. Aber das funktioniert und das kann funktionieren und es kann vielleicht besser funktionieren als in den Strukturen, die wir haben. Und vor allen Dingen kann es mit privatem Kapital funktionieren. Es gibt aber zahlreiche andere Dinge, die kein Geld kosten. Beamtenrechtliche Regelungen, Regelungen über IP, ich weiß, ich habe noch 2 Minuten, Regelungen über IP-Rechte, um Gründungen zu forcieren und vor allem auch Kapitalgeber für diese Gründung zu finden. Das alles kann verändert werden und daran müssen wir arbeiten. Und am Ende brauchen wir diesen nationalen Debattenort. Und damit bin ich am Ende. Ich wünsche viel weitere Diskussion. Dankeschön. So, 2 Minuten haben wir noch. Vielen Dank, Herr Meyer-Guckel. Genau, wir haben sogar noch mehr. Das waren noch 2 Minuten Redezeit, damit wir noch 5 Minuten zu diskutieren haben. Aber wir haben ausreichend Zeit. Es sind auch schon viele Beiträge im Chat. Dann greifen wir die schon mal direkt auf, bevor ich meine eigenen Fragen stelle. Lassen Sie mich reingucken. Hier war eine Anregung von Oliver, direkt hier aus dem Raum. Wie kommt man denn in Deutschland schnell zur neuen Regelung? Kann man das Freiheitsgesetz der Sprint auf die Hochschulen ausweiten, um mehr Dynamik zu entfachen? Guter Vorschlag. Also wir müssen ja nicht bei Null anfangen, sondern die Diskussion hat es exakt gegeben, um die Freiheitsgrade, die Sprint jetzt bekommen hat. Und an denen kann man sich ja orientieren. Ja? Und ich weiß, dass alle diese Fragen, wie guckt der Rechnungshof darauf und wie gucken Projektträger auf diese Sachen, dort schon durchdiskutiert wurden. Ich glaube, das ist ein gutes Vorbild. Es muss jetzt nicht genau kopiert werden, aber die entscheidenden Fragen sind in dem Sprint-Diskussion, glaube ich, schon angesprochen worden. Stichwort Freiheitsgrad und Freiräume. Da meint Jens Hofmann, das Hochschulsystem ist doch viel zu arriviert. Professoren und selbst geschaffene Strukturen wirken schon jetzt abgehoben und viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Warum sollte die Gesellschaft dafür mehr Geld ausgeben? Mehr Freiräume schaffen mehr Bequemlichkeit. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir werden diese Diskussion in der Gesellschaft viel intensiver bekommen, als wir es in der Vergangenheit haben. Wir haben das immer als selbstverständlich angesehen, dass das Wissenschaftssystem irgendwie mit 3% pro Jahr ja, an Finanzierung steigt. Diese Diskussionen, die werden in der Öffentlichkeit schärfer werden. Ne? Und hier auch noch ein Beitrag von Jens Hofmann bezüglich der Exzellenzstrategie. Diese setzt jetzt ist gerade mein Chat gesprungen, eine Sekunde. Diese setzt systematisch die falschen Anreize für eine Fortsetzung einer a priori Fixierung auf Forschung, die unglaublich viel Energie verschlingt und wenig Innovation hervorbringt. Das Stichwort wäre Exzellenzstrategie, ja? Ja. Ja, das habe ich. Genau. Das teile ich. Und ich habe auch einen anderen Exzellenzbegriff im Kopf als derjenige, der im Augenblick sozusagen definitorisch zugrunde liegt, ja? Also Publikationsindizes und Spitzenleistung in der Forschung. Ich glaube, wir brauchen einen Exzellenzbegriff, der sich mehr an der Frage orientiert, wie viele unterschiedliche Profile, exzellente Profile, ich rede jetzt nicht über Breitenförderung, das hat nichts mit Breitenförderung zu tun, das hat das damit zu tun, die Exzellenzkriterien neu zu strukturieren im Sinne der Bedarfe von unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dann kommt es zu ganz anderen exzellenten Hochschulen. Also ich bin durchaus nicht dafür jetzt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie reduzieren das völlig auf 3, 4, 5, die dann wirklich gut ausgestattet sind, ja? Stichwort Schweiz, oder aber Sie weiten es aus, augenblickliche Tendenz, ja, immer mehr werden Exzellenzhochschulen, aber dann orientieren Sie sich bitte nicht nur an Forschung, sondern dann orientieren Sie sich an verschiedenen Profilen, die das System insgesamt stärken werden. Christina hat noch eine konkrete Frage. Welche Rolle übernimmt die Leistungsdimension Lehre der Universitäten in dem idealen System? Das schließt direkt an die Frage an. Also wenn man zum Beispiel neue Lehransätze, ja, eine Profilbildung über neue Lehransätze, die es eben bundesweit noch nicht gibt, die aber eine bestimmte Hochschule für einen bestimmten Hochschultyp prädestiniert sind, wenn man die in diesen Exzellenzbegriff integrieren würde, hätte man eine ganz andere Dynamik. Sarah Schneider hat noch einen Gedanken. Oh, spontaner Applaus hier im Raum. Ich weiß nicht, ob so eine Was kannst du für dein Land tun? Logik uns voranbringt. Viel eher würde ich mit der Frage argumentieren, wie bringt das unsere Gesellschaft in ihrer Umwelt voran? Nationale Logiken bringen uns doch auch nicht weiter.
Das war eher ein Also Gedanke, oder? Ich glaube, das ist nur eine Variante. Ja. Also wenn sich die Gesellschaft darauf verständigt, auf diese Kriterien, ja, die sie also sozusagen rausgepickt hat, ist es ja okay. Ich glaube, es gibt noch andere Kriterien, die man in den Blick nehmen kann. Resilienz, Transformationsdynamik, alle möglichen Ziele, die man sich stecken kann. Aber wir kommen nicht dahin, indem wir das Geld in der Breite verteilen und so ein paar Spitzenuniversitäten machen lassen, was sie forscherisch sozusagen drauf haben, sondern wir müssen das neu denken im Sinne von komplementären Ansätzen. Und die sind vielfältig, weil die Probleme vielfältig sind. Ich möchte es nicht von vornherein reinschränken, aber die Diskussion, die kommt ja erst. Mhm. Dann wurde vorher noch, ich glaube vor 10 Minuten, ein bisschen diskutiert, ob es mehr Dezentralisierung braucht. Ein Gegenargument war aber, Dezentralisierung kostet wiederum auch sehr viel Geld. Das ist ja mal eine These. Weiß ich nicht, ob Dezentralisierung teurer wird als Zentralisierung. Wir haben eigentlich in unserem Land, seitdem wir unser Grundgesetz haben, ein Subsidiaritätsprinzip. Und das ist eigentlich ein dezentrales System, was sagt, ne, was du auf dezentraler Ebene lösen kannst, mach. Und nur, wenn ihr an Grenzen der Lösungen kommt, dann schreitet die nächste Ebene ein. Das ist eigentlich ein gutes System. Oh, hier sehe ich noch einen Kommentar. Der hat 10 Upvotes bekommen, deswegen baue ich den noch mit ein. Annabel Kramp, der Think Forward Appell schließt fast strukturell den Mittelbau aus. Bei 1 bis 2 Projekten oder in befristeten Positionen mit nebenherlaufenden Qualifikationsarbeiten und hoher Leerlast bleibt... wie geht es da weiter? Im seltensten Fall Zeit für Arbeitsgruppen, Netzwerken, Arbeit in den hochschulpolitischen Kreisen. Das ist wahrscheinlich so, aber dafür braucht man ja nicht den Staat. Also sich zu engagieren auf Hochschulebene. Natürlich hat das was mit den Strukturen, Anreizstrukturen zu tun, mit denen man kämpfen muss im jungen Alter als Mittelbauer, ja, die sozusagen auch an der eigenen Karriere arbeiten müssen. Und man tendiert dazu, dann an der eigenen Karriere zu arbeiten, statt sich zu fragen, was kann ich eigentlich für die institutionelle Entwicklung tun. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld sind wir immer, aber jeder Einzelne kann entscheiden, in was für Diskussionsräume er sich einbringen will. Und dann noch ein Appell von Tobias Ortelt. Lehre muss mehr wertgeschätzt werden. Wenn Lehrproben bei Berufungen zur als muss man halt machen angesehen werden, wird sich nichts ändern. Das unterschreibe ich voll. Ja. Und damit haben wir eine Punktlandung gemacht. Vielen Dank, Herr Meyer-Kuckel, dass Sie heute vorbeigeschaut haben, uns den Einblick gegeben haben. Applaus